Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Heute geht's so ein bisschen um das nächste DLC für Call of Duty Ghosts wieder einmal. Und zwar hat Call of Duty jetzt auf Instagram einen kleinen Teaser gepostet und bestätigt eben, dass am 28. Januar auch Onslaught rauskommen wird. Allerdings schreiben sie auch noch dazu, dass was Bedrohliches ebenfalls rauskommen wird am 28. Januar. Und was genau das sein wird, weiß ich leider nicht. Allerdings sieht der Trailer an sich auch ein bisschen bedrohlich aus. Man sieht irgendwie eine Nebelmap und es könnte auf jeden Fall Fox sein. Und ich muss sagen, wenn das diese DLC-Map ist, dann sieht die ganze Sache ziemlich cool aus. Außerdem sieht man eben in dem kleinen Clip auch einen Typen mit einer Axt rumrennen und man hört im Hintergrund die Musik von Michael Myers. Und jetzt wird eben so ein bisschen geschätzt, dass es vielleicht sein könnte, dass Call of Duty eben mit dem nächsten DLC den Michael Myers Mod eben mit reinbringt in Call of Duty Ghosts. Der Michael Myers Mod ist so ein Mod oder eigentlich ein Spielmodus, den man eben selber spielen konnte. Dabei war es irgendwie so, dass einer eben Michael Myers spielt und das war eben einfach ein Typ mit einem Messer und der hat alle anderen Mitspieler eben suchen müssen und die dann umbringen müssen. Es könnte halt jetzt eben sein, dass sich Infinity Ward gedacht hat, gut, wir machen den Modus mal in cool sozusagen und geben den, der eben sucht, auch noch eine Axt in die Hand und es könnte eben sein, dass wir das im Instagram-Video sehen. Was genau auf uns zukommen wird, weiß ich natürlich nicht, man kann nur mutmaßen bis jetzt und ich denke mal, dass in den nächsten Tagen auf jeden Fall der Trailer zum DLC rauskommen wird und wir dann mehr wissen. Schreibt mir aber mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Was glaubt ihr kommt mit dem nächsten DLC und was ist mit diesem kleinen Teaser gemeint? Würde mich auf jeden Fall interessieren, eure Gedanken dazu einfach in die Kommentare. Das war's jetzt auch wieder mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls es so ist, dass ihr weiterhin Call of Duty News sehen wollt, dann lasst außerdem ein Abo da. Das war's von mir. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.